Joho, meine kleinen Farmer und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder Bauaufheber und haben das Problem, dass Frau Praktikantin vor kurzem diesen Bagger da versenkt hat. Fragt mich nicht, warum und wieso, aber ich glaube, wir sollten demnächst mal Herrn Praktikanten und Frau Praktikantin feuern. Was meint ihr? Sollen wir beide feuern oder sollen wir nur einen feuern oder sollen wir die eingestellt lassen? Schreibt mal Hashtag Praktikanten feuern. Oder Hashtag soll bleiben. Das stelle ich mir jetzt auch hier sehr gefährlich vor. Wir probieren es einfach. Oh je. Okay. Komm schon, das schaffst du. Wir hängen gerade eigentlich nirgendwo fest. Das ist doof, dass wir kein Allrad haben. Aber das klappt. Das ist schon mal gut. Okay. Also wir sind schon mal hier unten drin. Und er passt auch perfekt hier rein. Oje, oje. Freunde, Freunde, Freunde. Was wir hier schon wieder machen. Jetzt hängen wir nur da fest. Warte. Da müssen wir uns wieder ein bisschen helfen. Eieieiei. Also, sowas mache ich natürlich auch nicht jeden Tag. Ich glaube, das war echt eine doofe Idee schon wieder. Aber wieso haben wir denn kein Allrad? Ja, ach, jetzt haben wir plötzlich Allrad. Schön. Wir hängen hier ein bisschen blöd auf dem Rohr fest, Freunde. Ich hätte eine Idee, wie wir das machen. Ey, das ist echt mega kompliziert, Freunde. Wir nehmen den jetzt noch zur Hilfe, um den Radlader dann nach vorne zu schieben. Ich weiß nicht, ob das klappt. Eieieiei. Also das ist wieder eine Rettungsaktion hier. Die hat sich aber ordentlich gewaschen. Okay. Ja, viel weiter können wir den nicht ausfahren. Und jetzt ist das Problem, wenn wir jetzt hier weiter runterfahren, bleiben wir da ja selbst hängen. Aber da könnten wir eventuell abschleppen. Das müsste funktionieren. Wir probieren es einfach mal. Okay, wir schauen mal, ob das jetzt so klappt. Es geht schon mal ein bisschen vorwärts, das ist schon mal gut. Seht ihr das? Guckt mal. Wir sind schon wieder ein bisschen weiter vorne und es hat tatsächlich geklappt. Das ist doch schon mal cool. Okay. Gut. Dann versuchen wir es jetzt mal. Nur das herausbekommen wird wieder ein bisschen schwierig, finde ich. Schau mal, haben wir auch ein ADAC-Fahrzeug dabei? Theoretisch müssten wir das haben. Ich weiß nicht, ob der das hier sogar ist. Felgenfarbe machen wir mal in weiß. Ich weiß es nicht, Freunde. Müsste ich gleich nachschauen. Oh, das sieht bisher nicht gut aus. Okay. Wir speichern einmal kurz das Spiel. Das sah nicht so gut aus. Ah doch, das ist der ADAC-Abschlepper. Gut, dann nehmen wir den jetzt einfach mal mit. Müssen gleich gucken. Den Abschlepphaken müssen wir hier gleich einmal rausfahren, genau. So. Ich glaube, da könnte noch Frontblitzer oder sowas bekommen. Das wäre eigentlich auch eine Option. Ich weiß auch gar nicht, ob ein Interesse bei euch an diesem Mod besteht. Hätte ich ja Bock drauf. Ich fahre jetzt erstmal den LKW hier komplett an die Seite. Dann fahren wir einmal hier auf die Wiese. So. Und schauen wir, dass wir, warte, dass wir den Abschlepphaken einmal rausfahren.
Und dann hier möglichst. Genau, den können wir hier schon mal rausziehen. Das ist schon mal ganz gut. Gucken wir auch mal kurz. Wir müssen das nämlich immer protokollieren. Das ist wichtig, Freunde. Weiß nicht, ob ihr das kennt, aber der Chef hat es halt so gewünscht und deswegen müssen wir das hier machen. Okay. Gut. Dann haben wir hier noch und von der anderen Seite einmal noch. Perfekt. Gut. Dann steigen wir hier wieder ein. Und dann haben wir jetzt hier zumindest schon mal angekuppelt. Und müssen dann einmal den Praktikanten hier rausziehen. Oje, oje. Ah. So, Steuerung K. Was können wir da noch für Objekte machen? Ich schaue gerade, Steuerung U ist ja Unfall. Ja, dann lassen wir einfach Unfall dran. Okay, dann haben wir den zumindest schon mal wieder draußen. Okay, perfekt. Dann lassen wir das jetzt mal eben hier stehen. Und kümmern uns darum, dass wir hier mit dem Liebherr-Bagger den großen Bagger dann tatsächlich jetzt auch rausbekommen. Das stelle ich mir noch ein bisschen schwer vor. Aber das können wir theoretisch schaffen. Nee, das ist nicht gut. Eieiei, Freunde. Das ist echt schwierig. Ich glaube, da müssen wir nochmal einen extra Kurs machen, wie wir so Bagger rausbekommen aus Gruben. Das ist echt schwer. Weil der hängt jetzt hier auch noch im Rohr fest. Müssen wir tatsächlich irgendwie drunter greifen? So. Jetzt sind wir auch gegens Rohr. Nee, gegens Rohr sind wir noch nicht gefahren. Jetzt müssen wir den hier irgendwie rausbekommen. Habt ihr eine Idee? Weiß nicht, hier ist hier ein Punkt. Schön wäre es, wenn man hier noch irgendwas dran machen könnte. Irgend so ein Spanngurt. Versuchen es einfach mal. Ob das hiermit funktioniert? Ich glaube es nicht. Aber es wäre ja zumindest eine Option. Ne? Ne, klappt leider nicht. Schön, dass er seine Klappe hier unten nach unten öffnen kann. Oder das hätten wir auch vielleicht vorher mal machen sollen. Uiuiuiui. Oder wenn wir hier jetzt in den Bagger einsteigen. Oh, oh, oh. Ah, das könnte vielleicht klappen. Es sieht gut aus, Freunde. Ja, vielleicht klappt es. Also er ist zumindest schon mal hier so halbwegs oben. Wir probieren unser Glück dann, indem wir den noch weiter hier runter. Er muss gleich dann erstmal in die Werkstatt. Und? Perfekt! Wir haben es geschafft. Es hat zwar sehr lange gedauert, aber es hat geklappt. Gut. Dann, hallo. Dann können wir mit dem ADAC-Abschlepper schon mal hier vorne hinfahren. Fahren den Abschlepphaken schon mal ein. Dann nehmen wir unseren Schwertransporter und transportieren den direkt in die Werkstatt und müssen dann den anderen Bagger noch holen, damit hier die restlichen Erdarbeiten noch ausgeführt werden können. Fahren wir mal kurz einen Meter zurück. Einen guten Meter. Ein bisschen mehr als einen Meter. Okay. Steigen wir hier einmal ein. Boah, das war aber auch eine Prozedur, den hier rauszufahren. Oh, warte mal. Der hat sich jetzt komplett gedreht. Okay.
Okay, ich muss hier einmal kurz drehen, damit ich dann wieder vorwärts fahren kann. Okay. Perfekt. So, dann stellen wir uns jetzt hier einmal hin und fahren den Bagger dann einmal zurück zur Basis. Oh, wir sollten vielleicht noch unseren Tieflader erhöhen. Okay, perfekt. Dann ins ADAC-Fahrzeug. Aber warte, wir müssen das kurz richtig machen. Klappe wieder zu. Das ist ja auch hier dem richtigen Objekt folgt. Nein, nicht dem Traktor. Nein, immer noch nicht dem Traktor. Gut. Ja, wir fahren hier etwas weiter rechts. Dann fährt er wenigstens ein bisschen versetzt, dann sollte es eigentlich auch klappen. Gut. Es müsste ja klappen. So dass er dann die mittlere Spur komplett sperrt. Obwohl, jetzt fährt er ziemlich weit auf der Spur. Das sollte er gar nicht. Oh je, das kann ja was werden. Nicht, dass er da irgendwo hängen bleibt, das wäre katastrophal. So, das sollte passen. Kriegt er das hin? Schafft er das? Ja, schafft er, sehr gut. Okay, den Krampe, den möchte ich einmal kurz verkaufen. Der stört mich gerade. Ja. Dann drehen wir hier einmal und fahren den Bagger dann hier in die Werkstatt. Es wird noch eine weitere Bauweberwerkstatt geben. Also eine spezielle. Hör doch auf, mich zu rammen. Eine spezielle Bauweberwerkstatt und dann können wir dort dann die Fahrzeuge reparieren lassen oder auch umbauen lassen. Gut, das müsste von der Höhe auch passen. Wenn er da zumindest runterfährt, sollte das, denke ich, ohne Probleme passieren. Wir müssen mal kurz hier... Oh, wieder Render-Errors. Juhu. Danke, liebe Mods. Passt das? Ja, ganz knapp. Okay. Dann kann er dann hier erstmal repariert werden. Und dann schauen wir mal, wie es damit weitergeht. Das kann ich von der Höhe... Ja, passt. Gut, dann haben wir den zumindest schon mal in die Werkstatt gebracht und dann fahren wir jetzt einmal wieder los und holen dann für die nächste Folge dann den neuen Bagger. Ja, Freunde, das war's auch wieder mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat die Rettungsaktion gefallen. Wenn sie euch gefallen hat, lasst mal ein Däumchen nach oben da und für mehr natürlich auch ein Däumchen nach oben. Wer noch nicht in der Benjamin drin ist, einmal kostenlos auf Abonnieren drücken und die Glocke aktivieren und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, bis dahin. Ciao, ciao.